Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bausimulator. Jawohl, wir sind wieder am Start. Immer noch auf der USA-Map und hier gibt es wieder eine Kampagne beim städtischen Raum und zwar Platzgestaltung, fernöstliche Baukunst. Dieser Stadtteil ist nicht nur eine Sehenswürdigkeit, sondern auch Arbeitsort und Heimat für viele. Jemand muss diesem Wahrzeichen der Stadt wieder zu neuem Glanz verhelfen. Ja, holen wir mal Putzmittel und einen Lappen, dann polieren wir das Ganze mal wieder auf, damit das wieder hier glänzt. Würde ich jetzt einfach mal sagen, 7 Baumabschnitte, ja komm, nehmen wir, ne? Im Mittel, ja, passt. Rein da in die Olga. Schauen wir mal, was wir jetzt da so machen dürfen. Kanalarbeiten, Rohrleitungsbau, Terrasse, Tragwerk. Ja, sieht gut aus. Würde sagen, Volljahrs, ne? So, wo müssen wir denn da hin? Wo ist die Baustelle? Irgendwo hier unten. Jawohl, in Chinatown. Ja, wer hätte das gedacht? Also, mal eine Schnellreise. Und da sind wir auch schon. Herrlich. Ich will aber noch mal ganz kurz speichern. So, da sind wir wieder, weil ich habe gerade die ganzen Fahrzeuge vom letzten Auftrag noch betankt und repariert und so weiter. Da sind wir jetzt bei 92 von 100%. Also sprich noch zweimal tanken, dann haben wir dann halt nein, das auch nämlich am Start. Und bevor mir das hier gleich wieder mit dem CE-Fehler flöten geht, gar keinen Bock. Ne? So, wollen wir hier mal zum Bauherrn. Der Bürgermeister. Herr Bürgermeister, was kann ich für Sie tun? Der Chinatown-Distrikt ist ein touristisches Highlight und Lebensmittelpunkt vieler Bewohnerinnen und Bewohner mit chinesischer Herkunft. Es schmerzt mich zu sehen, dass das bunte Treiben in den engen Gassen fast vollständig verschwunden ist. Überall sind Schäden und Spuren der Verwahrlosung. Leider hat zuletzt immer das Geld gefehlt, um wichtige Sanierungsarbeiten am Straßenzug und dem Hauptplatz durchzuführen, sodass viele Ladenbetreiberinnen und Ladenbetreiber ihre Geschäfte schließen mussten. Doch jetzt habe ich endlich die Mittel bewilligt bekommen, um dem Viertel zu altem Glanz zu verhelfen. Also, packen wir es an. Jawohl, packen wir es an. Auf geht's. Ja, Chinatown mal wieder hier aufbauen. Aufmöbeln. Mal gucken. So, was haben wir denn hier zu tun? Was zerstörtes Kanalbauteil? Moment. Was haben wir denn hier? Ah, hier. Okay, alles klar. Und die sollen da vorne hin. Ja, komm, das können wir mit unserem LKW hier hinkriegen. Schauen wir mal. Zack, rein da. So, warte mal. Jetzt machen wir hier erstmal Licht. Dankeschön. Und dann fahren wir mal darüber. Mal gucken, wie können wir uns denn am besten positionieren, so dass es dann auch irgendwie reicht. So, könnte das hinhauen. Versuchen wir es. Na, 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 na. So. Alles klar. Ja, aber sehr schön. Und dann wollen wir hier mal die Kanalbauteile rauspiddeln. Nee, halt, stopp, das wollte ich nicht. So. Okay, schauen wir mal. Vielleicht kommen wir da dran. Ja, sollte aber eigentlich funktionieren, ne? Also zumindest an den kommen wir dran. Ah, komm her. Ja. Sehr gut. So, Nummer 1 haben wir. Oh. Geht direkt flitschen. Und schauen wir mal, ob wir das bis da hinten hinkriegen. Sollte eigentlich auch funktionieren. Hoffen wir es mal, dass der Arm jetzt lang genug ist. Und die Ware irgendwie drehen. Ja, komm. Ja, genau. Nein, nicht an den auch, Mann. Naja, hätte auch funktionieren können, ne? So, halt, stopp. Und einmal hier rüber. Ah, reicht das? Leider nicht. Schade. Naja, gut, okay. Dann setzen wir den mal zurück. Müssen wir nochmal ein Stück ranfahren, ne? Geht ja leider nicht anders, ne? Halt. Kamera, so, Dankeschön.
So, das sollte aber jetzt funktionieren. So, einmal bitte wieder die Füßchen raus. Zack, zack, jawohl. So. Pendeln wir das Ding dann noch raus. Na komm jetzt. Jetzt sollte es reichen, ne? Ah, easy hier. Zack, da haben wir es doch. Na, komm mal raus, jawohl, sehr gut. So, jetzt müssen wir nur das ganze Ding hier einfach mal kurz verladen. So, weil sonst kriegen wir es nicht bis da hinten hin. Genau, zack, so. Ein bisschen umständlicher, aber funktioniert trotzdem. So. Zack. Hier raus die Füße. Ja, Sicherheit geht vor, ganz klar. Genau, zack. Und rüber damit, jawohl. Herrlich. Läuft ja wie geschmiert, ne? Jawohl. Dahin. Vielen Dank. So, warte mal. Was? Baumaterialien liefern. Ja, sollten wir hinkriegen. Warte mal. Einmal zurücksetzen und die Dinger wieder rein. Und PVC-Rohre brauchen wir. Wo haben wir denn den nächsten Baustoffhändler? Das ist hier der einzige hier oben. Na gut, okay, dann müssen wir da hin. Machen wir mal eine Schnellreise hin, nicht? So, da sind wir auch schon. Schnell gereist. Nicht mit der Deutschen Bahn, sondern mit Militours hier wieder. Weil, damit sind wir auch schnell dann, ne? So, raus da. Und rein in den Laden hier. So, was brauchen wir? Oh, was brauchen wir hier alles? Kanalbauteile brauchen wir zwei, ja. So, Moment, jetzt gucken wir erstmal, wie das aussieht hier. Ja, danke schön. Kriege ich da jetzt noch was drauf oder nicht? Sieht eher aus wie oder nicht. Schauen wir mal gerade. Was war das andere, was wir da brauchten? Die PVC-Rohre, ne? Okay, das kriegen wir alles überhaupt nicht mehr an Start, ne? Ja gut, dann machen wir was anderes. Dann packen wir das hier mal auf unseren Lieferzettel. Und dann sollen die uns das liefern. Zack, zack, zack. Ja, so haben wir alles, ich denke. Mhm. Bitte einmal hier zur Baustelle liefern. Dankeschön. Herrlich. Ein Träumchen. So, und rein wieder in den Laden hier. So, warte mal, wo sind wir jetzt? Wir haben immer noch dieses blöde Fragezeichen hier oben, wo wir noch nicht wissen, was es ist. Also ich zumindest nicht. Hm, nervig. Was mir aber auch noch aufgefallen ist, ich habe hier bei den... Wo waren das? Hier, Meilensteine, ne? Ist das Meilensteine? Nee. Wo waren das hier nochmal? Verdammt. Fertigkeiten. So, Freunde, da sind wir wieder. Ich bin natürlich wieder mit dem CE-Fehler geflogen und auch direkt zweimal hintereinander. Nice, sehr schön, wie ihr sehen könnt. Ich habe mir direkt den Turmdrehkran in den Hintergrund gestellt, weil ich musste die Rohre hier nochmal neu rauspiddeln, machen, tun. Und wir haben unsere Ware immer noch nicht. Deswegen machen wir hier jetzt so weiter und lassen uns das ganze Zeug direkt mal liefern. Ne? Also wir fahren da jetzt nicht immer hin. Wir gehen direkt da rein in den Laden. Zack, kaufen uns das ganze Zeug nochmal. Zack, zack. Was brauchen wir noch? Die beiden brauchen wir noch. Und ja, ich glaube, wir haben alles. Sehr schön. So, dann
Einmal bitte zum Job liefern lassen. Danke. So, jetzt sollte es hier stehen. Irgendwo. Keine Ahnung wo. Ah, hier vorne. Alles klar. Ja, sehr gut. Machen wir hier weiter. Also mit den CE-Fehlern, ganz ehrlich, also es geht mir mittlerweile echt hart auf die Nerven. Du machst irgendwas, bumm, CE-Fehler. Also, so krass hatte ich es auch lange nicht, ne? Also, komplett nervig. Es wird wohl dran gearbeitet, aber keine Ahnung, man muss doch irgendwo mal, meiner Meinung nach, dann auch mal den Fehler finden und den ausmerzen können. Also, es macht ja keinen Spaß, ne? Also, ich sag mal, gerade jetzt auch hier, ne, mit Videos machen, ey, du wirst nie fertig, das ist das Problem. Aber gut, was will ich machen, ne? Kann man nichts ändern, wir müssen damit leben, das, was wir kriegen. Schon ärgerlich, richtig ärgerlich. Aber gut, was willst du dazu sagen? Am besten gar nichts. Einfach hinnehmen und weitermachen. Was ich eigentlich noch angesprochen haben wollte, warum ich da geschaut hatte, wir haben ja da, ich weiß jetzt gerade nicht, wo das jetzt genau ist. Fortschritt oder Meilenstein oder irgendwie sowas, wo man dann sieht, so und so viel hier versteckte Orte gefunden, also quasi diese Fragezeichen und so weiter. Da stehen ja, ich glaube, 49 oder sowas gesamt. Und ich habe ja irgendwie um die 26. Kann es eigentlich sein, dass ich das Ganze nochmal irgendwie anfangen müsste demnach? Weil man kann doch hier auch auf dem in dem Spiel schon, sag ich jetzt mal, die Map wechseln, ne? Und wisst ihr, was ich damals gemacht habe? Ich habe zwei Spielstände angelegt. Einmal, ne, hier amerikanische Map und einmal europäische Map. Ich glaube, ich muss auf einem der beiden nochmal quasi von vorne anfangen und muss da nochmal auf die jeweilige andere Map. Hallo, kannst mal auspacken. Dankeschön. Um die ganzen Meilen oder diesen Fortschritt da zu kriegen, ne? Ah, nervig, ey. Ist mir mal die Tage aufgefallen, wie ich so ein bisschen rumgeguckt habe, wo ich gedacht habe, wo sind denn die anderen Punkte? Das kann doch nicht angehen. Ja, offensichtlich ist das so. Naja, egal. Werde ich dann irgendwann mal nebenbei machen. So, schauen wir mal, dass wir hier reinkriegen. Und zack. Ist er drin? Nee, ist er noch nicht. Halt, stopp. Nochmal ein Stück höher. Ja, jetzt. Genau, so. Ah, nee, halt. Hier muss ich ja hin. Wo sind meine Rohre? Wo sind sie? Da. Genau. Zack. Alles klar. Hammer. Oh, das hier rein. Moment. So, zack. So, kurz noch einen Blick. So, da sind wir auch schon. Fahren wir mal darüber. Wird auch schon wieder hell, das ist auch schon mal sehr gut. Na komm. Jawohl. So, müssen wir mal gucken, wie wir das hier ausbuddeln. Okay, alles klar. So, jetzt speichere ich noch mal dazwischen. Genau, nicht, dass wir wieder mit einem CE-Fehler fliegen. Gar keinen Bock. Ach so, warte mal. Wir können aber auch noch mal eben schnell in den Job reingucken.
So, und dann ist hier Aushub, auspacken. Warte mal. Aushub, auspacken, Terrasse. Ich glaube, die Erde brauchen wir nicht mehr. Wenn ich das so richtig sehe, dann holen wir uns nochmal unseren großen Radlader da. So, das immer. Ich sage immer, blöderweise Radlader ist ja ein Muldenkipper. Den meine ich. Ist ja kein Radlader. So. Stellen wir den auch mal hier hin. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir das jetzt hier alles da mal reinschaufeln. Ich kann jetzt leider nicht erkennen, ob wir irgendwie, ja, noch sag mal schnell, die Erde brauchen werden. Naja, gut, wir werden sehen, ne? Gleich. Buddeln wir das erstmal hier aus. Schaufeln das mal hier rein. Oh, Vorsicht. Ich finde es immer so krass, ne? Man kann immer eine ganze Schaufel da, also packt man da rein und ist ja fast voll, ne? Und ich mache ihn hier kaputt. Muss auch nicht sein. So, zack. Zur Not müssen wir halt dann nachher Erde nochmal liefern oder wie auch immer. Schauen wir dann. Der kloppt das jetzt gleich erstmal weg. So, warte mal, das ist leer. So, zack. Und weg damit. Dankeschön. Mir hat aber mal jemand in die Kommentare geschrieben, dass ich mit diesem ja, Steuerkreuz da oben quasi das Fahrzeug wechseln kann. Aber dann habe ich immer so einen kurzen Ladebildschirm, glaube ich. Da bin ich dann halt auch schneller, wenn ich dann halt einfach nur aussteige und eben darüber stiefel. Die anderthalb Meter. Aber trotzdem vielen Dank für den Tipp. Wow, was mache ich denn hier? So, rein damit, jawohl. So, kurz ein Stück zurück. Ja, so sieht ja gut aus, ne? Komm mal vorwärts. Ja, so kann man es machen, ne? Irgendwie. Zack, haben wir einen schnellen Screenshot gemacht. Und wieder weg mit dem Zeug. Also ich glaube, ich brauche es nicht mehr. Oh. Aber wenn doch, ja gut, müssen wir halt nochmal anliefern halt, ne? So. Ja, ein großes Loch, ne? Ja, gut. Gucken, was da jetzt reinkommt. Wahrscheinlich auch nochmal irgendwelche Rohre oder was? So, rein da. Alter, buddelt sich aber jetzt ziemlich heftig auf, ne? Naja. Oh, warte mal, ein Stück zurück. Nehmen wir erstmal das hier oben weg. Ja, sehr gut. Rein in den Laden. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Kein Stress verursachen. So. Na gut, guck mal. Der ist wieder voll. Gibt auch ein paar Euro, ne? So, zack. Und weg damit. Ist voll das Jump-Run-Game hier.
92. Wow. Oh, das mit der Kamera war aber jetzt nicht geplant. So, jetzt. Weiter geht's. Nee, halt. Ah, so muss es gehen. Und buddeln. Ja, aber sehr schön. Ah, guck an, jetzt brauchen wir erstmal wieder die Rohre. Warte mal, wenn wir Glück haben, können wir die sogar mit dem Bagger da reinpiddeln. Wobei, wahrscheinlich steht er mir jetzt im Weg, ne? Könnte das sein? Ah, ne, guck an. Macht er sogar automatisch. Sehr gut. So, warte. Dann sollten wir hier mal mit dem Bagger rausfahren. So. Fahren wir den mal direkt hier rüber irgendwo. Ja, am besten hier hin. Ich weiß nicht, ob wir ihn nochmal brauchen. Wahrscheinlich nicht. So. Ah, Altstopp. Irgendwo häng ich. Irgendwo hier an diesen Betonpöllern da. Ja. Ja, so, so geht. Dann wollen wir den erstmal noch auf Seite fahren. Ja, sehr schön. Haben wir die Rohre durch. Ah ja, okay. Das ist auch ein bisschen buggy. Sieht nicht so gut aus. So, zack. Und weg damit. Sehr gut. Dann stellen wir mal da drüben hin. So. Palette mit was? Betonbauteile brauchen wir. So, da kann er stehen bleiben. Da steht er hervorragend, würde ich jetzt mal so behaupten. So, was brauchen wir noch? Schütt. Ach, guck an, Schüttguttransport. Was? Ah ne, Schüttguttransport Sack. So. Okay, alles klar. So, warte mal. Ich will näher ran. Ich sehe nichts. Dankeschön. So, was brauchen wir? Die Betonbauteile, also sprich einmal grün. Ne, dreimal grün. Alle drei brauchen wir. Bewährungsgitter. Das heißt, wir müssen wohl oder übel wieder irgendwie was Betonmäßiges gießen. So, einmal. Ah, wo kommen die hin? Ah, hier drüben. So, zack. Einmal, jawohl. Können wir auch direkt die Säcke da holen. Wo haben wir sie? Ist ja auch blöd, dass er die direkt hier bis zum ganz am Ende hingestellt hat. Aber na gut, was willst du machen? Pellen wir die auch noch direkt darüber. Dann haben wir die auch schon mal aus den Füßen. Der Jute, shit Jute, ne? 2,7 Millionen haben wir hier. Ich habe eben noch überlegt, wie viel haben wir, weil ich wollte mir noch den Polier holen. Und ich glaube, Mechaniker können wir, glaube ich, noch einen holen. Das könnten wir gleich noch eben machen. Warum nicht? Dann haben wir die nämlich am Start. So, zack, jawohl. Na, komm her. Nehmen wir den Beutel hier noch. Sehr gut. Schmeißen wir den auch noch hier rüber. Bin ja mal gespannt, ne? Hier so einen chinesischen V
Vorplatz oder ja, so chinesisch angehaucht für Chinatown hier. Bin mal gespannt, wie das am Ende aussehen wird. Damit sich die Leute hier wieder richtig wohlfühlen, ne? So soll's sein. Und der Bürgermeister ist auch wieder glücklich. Kriegt dann wieder Lob. Ah, stopp, 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 stopp. Darüber bitte. Na komm, ich hätte das gerne da drüben ran. Ja, zack, genau. Bevor das jetzt ganz fletschen geht. Wahrscheinlich kommt hier dann irgendwie so ein Springbrunnen hin oder sowas, ne? Wenn ich mir die Rohre dann so angucke oder sowas. Naja, wir lassen uns mal überraschen. So, her damit. Ja, ein bisschen gedreht. Und dann kann man den ganzen Kladderadatsch hier absetzen. Nice, gefällt. So, das haben wir, das haben wir. Dann brauchen wir noch die Bewährungsgitter. Na, tu mal her. Jawohl, dankeschön. Alles klar. Jawohl, sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Herrlich, ein Traum. In, ja, keine Ahnung was. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, machen wir aber erstmal, wir sind jetzt bei 44% vom Auftrag, also gut die Hälfte, machen wir ein Folgenende. Bisschen blöd gelaufen wieder natürlich mit der ganzen CE-Fehlern und hast du nicht gesehen, aber gut, was willst du machen, kannst du nicht ändern, ist leider so. Und dann schauen wir mal, dass wir das hier in der nächsten Folge dann zu Ende kriegen. Sollte aber eigentlich kein Problem sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zusehen, hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ihr wisst, wie es funktioniert, bewerten, kommentieren, gerne kostenlos abonnieren, vielen Dank. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir das hier zu Ende machen. Bis dahin und ciao, ciao.